Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Beweis der Schöpfung. Heute mit meinem Freund aus Deutschland, Erhan. Hi, Herzlich hallo, willkommen. danke. Wie geht's dir? Alles bestens, Alles bei gut dir in auch? Deutschland? Alles super. So, Wir sind zufrieden. ja. Also in Deutschland wird ja in den Schulen immer noch der Evolutionsschwindel, wird sozusagen immer noch in den Schulen gelernt. Also eigentlich fast überall auf der ganzen Welt. Genau. Also, aber wenn wir uns die Evolutionstheorie uns genauer betrachten, sehen wir, dass es also nicht nur eine biologische Angelegenheit ist, also nicht nur auf dem wissenschaftlichen, auf der Ebene, sondern auch, es geht auch viel weiter hinaus. Also es ist die Grundlage des Materialismus. Und der Genau. Materialismus, wie wir wissen, ist ja, behauptet, dass der Mensch nichts weiter als ein Tier ist und sein Lebensziel, also seine Lebensregel, der Konflikt ist. Genau. Also da wird dann immer der Stärkere kommt voran, gewinnt immer der Stärkere und dafür muss es einen Konflikt geben zwischen den Menschen überhaupt in der Welt. Genau. Und das zeigt uns, also das bringt uns zu der Lösung, also das zeigt uns, warum immer Konflikte entstehen, warum immer Kriege entstehen. Weil wenn wir sagen, wissenschaftlich die Evolutionstheorie den Menschen lehren, dann stellen wir sozusagen einen Boden für Konflikt dar, für einen Genau. Krieg dar. Was müssen wir also dann machen, um den Krieg, also dass der Krieg aufhört auf der ganzen Welt, diesen Schwindel? Also die Evolutionstheorie, die eigentlich gar keinen wissenschaftlichen Beweis hat, sozusagen, Ja. also auf wissenschaftlicher Ebene ist sie ja eigentlich nichts. Genau. Also müssen wir mit wissenschaftlichen Belegen dagegen argumentieren und zeigen, dass eigentlich keine Evolution stattgefunden hat, sondern dass alle Lebewesen von einer höheren Kraft, also von Gott, erschaffen worden ist und so die Menschen die Wahrheit darüber bringen und dass der Konflikt falsch ist, müssen wir wissenschaftlich erklären. Ganz Und genau. am besten beginnen wir gleich mit einem Glaubenswahrheit, was sehr effektiv gegen diese Theorie ist, denn die zeigen ja uns, dass alles, also dass die Menschen, die Tiere nicht mit dem Zufall mit der Zeit sich entwickelt haben können, sondern alles auf einmal perfekt da sein muss. Genau. Also wenn wir uns das menschliche Gehirn mal betrachten, zum Beispiel ein Gehirn besteht aus Protein, Fett, aus Nerven und es ist ungefähr durchschnittlich 1,5 Kilo, wiegt 1,5 Kilo, ja. Und es ist Man muss sich das so vorstellen, wenn wir das Netzwerk der Welt uns mal anschauen, ja, das ist ja so komplex und so überragend. Man kann in Deutschland Millionen von Menschen können telefonieren. Das Netzsystem ist super und ausgelastet und entwickelt, ja. Wenn man sich das einmal vorstellt in Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland leben, es können ja auch theoretisch alle gleichzeitig mit dem Handy oder sonst was sich verknüpfen. Das ist eine enorme Zahl. Wenn man sich jedoch das Gehirn anguckt, ja, dieses Netzwerk aus Handynetzen oder anderen Netzen, die bestehen ja aus Metall, aus Kabeln, aus Plastik, aus Kupfer, ja. Nehmen wir aber unser Gehirn, wie ich eben schon gesagt habe, aus Fett, Nerven und wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Ja, ist ein Fleischstück, das in Wasser schwimmt. Und das hat sogar ein überragenderes Netzwerk als wie das Netzwerk von New York zum Beispiel. Ja, und das muss auf einmal entstanden sein und mit seiner kompletten Komplexität. Genau. Ja, ein Mensch besitzt durchschnittlich 100 Milliarden Neuronen. Ja, das sind die Nervenzellen. Und diese Neuronen, die sind verknüpft. Also das ist eine Nervenzelle und da findet Informationsaustausch statt zwischen den Nervenzellen. Ja, und dafür sind die Synapsen zuständig. Die Synapsen, die sind zwischen den Nervenzellen. Das ist, wenn man sich zwei Nervenzellen vorstellt und dazwischen dieses, wo jetzt nichts quasi ist, dort sind die Synapsen und dort findet dieser Informationsaustausch statt, ja. Und man muss sich einmal vorstellen, Synapsen in unserem Gehirn, die Anzahl dieser Synapsen beträgt 100 Billionen, ja. Das ist eine enorm große Zahl für ein Fleischstück, das in Wasser schwimmt, ja. Wenn wir jetzt so reden und ich dir sagen würde, das Netzwerksystem von New York ist einfach so aus dem Nichts entstanden, ja, war auf einmal da und die Menschen konnten plötzlich von heute auf morgen mit dem Handy telefonieren oder konnten das GSM-Netz nutzen, dann würdest du sagen, ja, ich glaube, du willst nicht mehr weiterreden mit mir, ja. Und genau so zu sagen, dass das Gehirn in dieser Komplexität, ja, durch Zufall entstanden ist, ist genauso absurd, ja. Und Wobei das Netzwerk ja nicht auf einmal entstanden ist, sondern hat genau, sich entwickelt in Jahren. Ne? genau, Aber durch Fehler hat man das dazugelernt. Gehirn hat sich auf einmal, also das muss von Anfang an perfekt da sein, hat sich nicht Genau, entwickelt, also kann sich nicht kann sich entwickeln. nicht entwickelt haben, muss in seiner kompletten Komplexität auf einmal da gewesen sein. Ja? Ein Neugeborenes besitzt 100 Milliarden Nervenzellen.
Ja? Das ist ein neugeborenes Kind, weil die einzigen Zellen, die im menschlichen Körper sich nicht erneuern, sind die Neuronen, die Gehirn-Nervenzellen. Die werden im Laufe der Jahre, je nachdem, wie man es belastet, zum Beispiel bei 20 Gramm Druck sterben Gehirnzellen. Ja? Und die erneuern sich nicht. Die Synapsen verbinden sich einfach anderweitig und diese Nervenzelle wird nicht erneuert, sondern wird einfach rausgenommen. Ja? Und die Anzahl der verbundenen Neuronen mit anderen Neuronen schwankt zwischen 1000 und 10.000. Ja, das sind unglaubliche Informationsaustausch, was da stattfindet. Und das ist einfach unglaublich, weil das Gehirn wird ja auch nicht warm durch diese ganze Anstrengung. Ja? Wenn man sich eine Wattbirne vorstellt, ja, die erzeugt ja mehr Wärme als Licht, weil man kann die ja nach ein paar Minuten nicht mehr anpacken. Und unser Gehirn, es funktioniert, arbeitet, hat eine unglaublich hohe Zahl an Daten, die es überträgt, aber wird nicht warm. Ja, es ist einfach fantastisch. Funktioniert 24 Stunden lang. Genau. Und auch wenn man schlafen geht, ist es ja noch aktiv. Genau. Ja? Craig Hamilton macht zu diesem Punkt eine folgende Aussage. Er sagt, welche ist das komplexeste Netzsystem, das je entwickelt wurde? Fragt er. Wenn Sie denken, dass es das Internet sei, machen Sie noch einen anderen Vorschlag. Ja? Das ist es nämlich nicht. Das Gehirn besteht aus 100 Milliarden Neuronen. Im Vergleich lässt die elektronische Matrix des Internetsystems wie ein Spinnennetz dastehen. Ja, das ist eine ganz klare Aussage. Wenn man überlegt, dass ein Neuron mit anderen Neuronen bis zu 50.000 Verbindungen eingeht, dann kommt man auf eine unbeschreiblich hohe Zahl wie 100 Trillionen Verbindungen insgesamt. Das ist einfach eine sehr, sehr große Datenvolumen, was da durchgeht, ja. Wir haben genauso viel Gehirnzellenverbindungen, wie es Sterne im Universum gibt. Das ist unglaublich. Wenn wir abends mal, wenn das Himmelbild mal klar ist und wir die Sterne sehen können, ja, haben wir genauso viel. Weil das Universum ist nur zu 96% entdeckt worden. Das, was wir sehen, und genauso viele Nervenzellen haben wir auch im Gehirn. Das ist einfach unglaublich. Und zu sagen, dass sowas Komplexes, ja, durch Zufall entstanden ist, das ist einfach nicht tragbar. Die Evolutionstheorie, wie du am Anfang schon gesagt hast, kann die Theorie nicht beweisen, hat keinen wissenschaftlichen Beweis. Also ist sie nichtig. Ein Wissenschaftler hat eine Hypothese, ja, muss dann zu dieser Hypothese dann ein Experiment machen, wo es es beweist, ja, wo es sagen kann, pass auf, das und das kann so entstehen. Und das hat die Evolutionstheorie leider nicht. Und deswegen ist sie wissenschaftlich nicht tragbar. Genau. Und wie du auch gesagt hast, also das Gehirn muss ja von Anfang an vorhanden sein. Ja. Also ohne das Gehirn kann ja der Mensch nicht leben. Und wie auch alle anderen Organe müssen halt so alle auf einmal vorhanden sein und müssen aber auch fehlerlos funktionieren. Also es kann kein irgendwie ein schädliches Funktion haben, also muss tadellos funktionieren. Und das zeigt uns, dass es alles erschaffen sein muss, also auf einmal da sein muss. Genau. Aber die Evolutionisten wollen halt wollen nicht die Religion akzeptieren, also wollen den Glauben nicht akzeptieren und deswegen versuchen sie zweifellos irgendeine andere Alternative dazu zu finden, aber die Evolutionstheorie ist eben total, also gegen die Wissenschaft und gegen auch die Logik, weil dieses Beispiel zum Beispiel und auch viele weitere Beispiele in der Natur, in unserem Körper, bei den Tieren zeigen uns, dass alle Systeme auf einmal da sein müssen und alles perfekt funktionieren muss. Und was sagt aber die Evolutionstheorie, wie du auch schon gesagt hast? Es müssen, also erst entsteht zum Beispiel das Gehirn, aber auch nicht ganz, sondern erst nur vielleicht sein 20% des Gehirns und entwickelt sich das immer weiter. Aber auch jetzt will ich mal ein anderes Beispiel geben, zum Beispiel während der gesamten Lebenszeit reinigen unsere beiden Nieren das Blut. Und wenn wir uns schauen, wie das funktioniert, denn das Blut muss ja ständig gereinigt werden und das von Anfang an, sonst wäre der Mensch nicht Gesundheit auf der Welt und dann könnte sie vergiften oder das Leben werde dann aufhören. Und wenn wir jetzt schauen, wie das passiert, sehen wir wieder ein wundervolles Ereignis, was eigentlich, wie du gesagt hast, nicht durch Zufall entstanden sein kann, sondern da sehen wir wieder ein Design, da sehen wir wieder eine höhere Macht, denn du bekommst gar nicht mit, ob das jetzt gereinigt wird, wie dann die Synapsen da funktionieren, das bekommen wir überhaupt nicht mit. Nur mit der Entwicklung der Wissenschaft können wir entdecken, was eigentlich in unserem Körper passiert. Ganz genau. Das geschieht schon, während wir auf der Welt sind, doch das bekommen wir erst nach 20 Jahren mit, was überhaupt passiert.
Genau. Aber die wissen schon, was sie von Anfang an machen müssen. Die haben fehlerlos. In ihrer DNA haben sie das Wissen, was sie machen müssen. Das machen sie fehlerlos, wie du gesagt hast. Und da sehen wir, dass einige Stoffe gefiltert werden, also aus dem Körper herausgescheidet werden. Und einige Stoffe werden wieder zurückgenommen. Also was nützlich ist und was nicht nützlich ist. Mhm. Und da sehen wir wieder, dass dieses System, also was das Blut filtert, weiß, was für den Körper nützlich ist. Also woher weiß es das? Ja. Also woher weiß dieses Stück, also das Glomerulus wird es genannt, das besteht aus Knäuel von Kapillaren, die aus 3 Schichten bestehen. Mhm. Also zu den Vergleich zu den anderen Kapillaren besteht es aus einer Membran, die aus 3 Schichten bestehen. Und die können herausscheiden, welche zum Beispiel Proteine oder andere Substanzen für den Körper nützlich sind und nehmen es wieder in den Körper ein. Und die schädlich sind, die kann er entdecken und sagt, nein, das ist jetzt schädlich, das muss herausgeschieden werden. Ja. Und das kann er selber entscheiden und macht das fehlerlos. Also nach der Evolutionstheorie müsste es doch zuerst ausprobieren, ist es schädlich oder nicht. Also nehme ich mal erst in den Körper ein und was passiert dann? Der Tod kommt. Genau. Und dann kann er es nicht mehr versuchen. Ganz genau. Also er hat nur eine Chance und die muss er von Anfang an perfekt richtig machen. Und das kann natürlich nicht durch Zufall. Also rate ich mal, welches nützlich ist oder welches nicht. Und wie entscheidet er, also was, wie kann er diese Sachen erkennen, also ob es ein Protein ist oder ob es eine andere Substanz. Und da sehen die Wissenschaftler fest, dass es durch die elektrische Ladung dieser Proteine entscheidet. Also er wiegt die elektrische Ladung, positiv oder negativ, und kann es dann erkennen, was für eine Substanz, ob es Protein ist oder nicht. Mhm. Oder durch die im Blut erkannten Moleküle, also die Größe der Moleküle, kann er feststellen. Mhm. Und das ist natürlich eine super Eigenschaft, denn der Mensch, also mit dem Auge kann man ja die Substanzen nicht sehen. Genau. Nur mit einem Teleskop oder mit anderen wissenschaftlichen Technologien. Aber unser Glomerulus, wie das genannt wird, kann es ohne diese technologischen Mittel erkennen. Und kann es, was bringt es dem Menschen? Der kann dann weiterleben. Genau. Also diese Eigenschaften muss er von Anfang an haben und muss es auch tadellos ausführen. Und warum macht er das? Nur damit der Mensch weiterleben kann. Also er sagt nie, ich bin jetzt zu müde, ich will das nicht mehr machen. Macht das 24 Stunden lang, 60, 70 Jahre lang, genau. 80 Jahre lang, nur für den Menschen. Also ist eine wunderbare Eigenschaft und es funktioniert bei allen Menschen. Genau. Und wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir, also Gott zeigt uns auch verschiedene Krankheiten, wenn es nicht funktionieren würde, was für große Folgen diese hat. Ja. Und da sehen wir auch, dass Krankheiten eigentlich dazu sind, damit wir erkennen, dass der Mensch eine perfekte Schöpfung Gottes ist und nur durch eine kleine Änderung in der DNA schon sehr große Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen haben kann. Und das zeigt uns wieder, dass es, wie auch alle anderen Lebewesen, auch der Mensch von Gott erschaffen worden ist und dass die Evolutionstheorie total unwissenschaftlich ist. Genau. Wenn man bei diesem Thema noch weiter nachdenkt, es ist ja, im menschlichen Körper ist ja dunkel. Ja. Ja. Und diese Teilchen, die dort arbeiten, die haben ja kein Bewusstsein. Die können nicht entscheiden. Die wissen auch nicht, können nicht entscheiden zwischen richtig und falsch, aber machen trotzdem immer das Richtige, ja. Und dort ist ein System, das tadellos funktioniert. Und das kann nur von jemandem erschaffen worden sein, der ganz genau weiß, wann und wo und welche Stadien dieses Teilchen durchläuft und auf welche Schwierigkeiten er zustoßen kann oder könnte. Ja, das ist genau programmiert und das muss einfach eine omnipotente Kraft sein, die das lenkt. Wenn wir jetzt vom Blut zum Beispiel zu den Adern kommen, ja, wir haben eine Gesamtlänge unserer Adern beträgt ungefähr 100.000 Kilometer. Wenn man diese Adern einzeln nebeneinander legen würde und verbinden würde, würde sie 2,5-mal die Welt umkreisen. Ja? Und das haben wir in unserem Körper. Es gibt ungefähr 8 Milliarden Menschen und alle Adern dieser Menschen können 2,5-mal die Welt umkreisen. Das ist eine enorme Zahl, ja. Und das ist einfach faszinierend, sich das einmal so vorzustellen, was alles in uns ist, was wir gar nicht wahrnehmen so richtig, aber es funktioniert tadellos. Und bei vielem können wir auch wirklich dankbar sein, dass wir nicht selbst die Kontrolle haben. Ja? Denn wir wären damit, könnten vielleicht am Tag nichts anderes machen, als wie nur zum Beispiel unser Blutdruck zu messen. Ja? Oder den Zuckergehalt unseres Blutes. Oder den Herzschlag ständig im Rhythmus zu halten.
genau im Rhythmus zu halten. Und da können wir wirklich dankbar sein, dass das, ohne dass wir es merken, überhaupt von Gott so übernommen wird. Und es ist eine Erleichterung für uns. Wenn wir uns die Adern nochmal vorstellen, ja, die müssen ja auch mal breiter werden und funktionieren. Zum Beispiel, wenn die Nebennieren Adrenalinhormon ausscheiden, ja, dann werden die Adern zum Beispiel zum Gehirn breiter, damit mehr Blut durchfließen kann. Ja. Man muss sich das einfach so vorstellen, ein Straßennetz, eine Autobahn, die je nach Belastung von zweispurig zu fünfspurig wird. Das wäre ja genial, ja? Weil dann hätten wir nicht so viele Staus. Nie eigentlich. Hätten wir nie Stau. Und genau sowas ist schon in unserem Körper. Ja, die Adern werden je nach Belastung breiter und das Adrenalinhormon hat zum Beispiel noch eine andere Wirkung oder macht noch was anderes im Körper, wenn es verengt, die Adern, die zu der Haut gehen. Ja, das ist auch unglaublich, weil wenn man sich verletzt, beugt es dann das Ausbluten vor oder dass man zu viel Blut verliert. Ja? Und hier muss man sich auch genau wieder das Gleiche vorstellen. Woher wissen die Adern das? Ja, oder wer gibt diesen Befehl? Oder warum macht es denn nicht die Adern, die zu der Haut gehen, breiter, sondern die anderen, zum Beispiel zum Gehirn? Ja? Und dort sieht man auch, dass es jemand geben muss, der das lenkt. Ja, wenn die Adern zum Herz enger werden würden, ja, und irgendwann kommt so wenig Blut durch, dann würden wir bei Paniksituationen oder bei Gefahrensituationen gar nicht mehr so entscheidend reagieren können und hätten ein großes Problem, die Menschheit. Ja? Aber so ist man dann, hat man mehr Sauerstoff im Gehirn, kann klarer denken, ja, und zu den Muskeln gehen mehr Nährstoffe durch mit dem Blut zusammen. Man ist für diese Minute, für diese Sekunde stärker, aktiver und das ist alles durch die Blutadern, die das dann sozusagen sich entwickeln. Und wie gesagt, das ist eine enorm lange Zahl. Das sind 2,5 Mal um die Welt. Das sind 100.000 Millionen Kilometer, haben wir am Anfang gesagt. Ne? Das war nicht richtig. 100.000 Kilometer. Das sind 100.000 Kilometer, haben wir am Anfang gesagt. Das ist eine enorm große Zahl. Und das ist einfach faszinierend. Und wenn wir haben ja eben gesprochen, aber wenn wir das selber entscheiden müssten, also wenn wir selber Sport machen und sagen, ja, jetzt muss ich meine Adern breiten, oh, ich habe mich verletzt, jetzt werden sie wieder enger, wir hätten gar nicht diese Situation und die Möglichkeit dazu, ja. Und es ist einfach faszinierend und was für eine große Zahl das ist, muss man sich einmal durch den Kopf nehmen. Das sind nur die Adern, wir haben ja viel mehr Organe, die einfach tadellos funktionieren müssen, ja. Und das einfach, da sieht man einfach, dass die Evolutionstheorie so, wie man sagt, durch Probieren und Machen, sich das nicht entwickelt haben kann. Ja? Man muss diese Information, die ein Lebewesen auch gemacht hat, dann laut der Evolutionstheorie irgendwie weitergeben können. Und das funktioniert aber auch nicht. Ja? Das ist einfach eine Sackgasse, die sich die Evolution dort aufgebaut hat. Eine Sackgasse, die auf Zufällen aufgebaut ist. Und wissenschaftlich ist es natürlich null. Ja, und nach diesen Belegen, also wenn wir diese Beweise erklären, also den Evolutionisten es vorlegen, dann können sie immer noch behaupten, dass sie sagen, also ja, okay, heutzutage ist die Evolutionstheorie noch nicht wissenschaftlich belegt, aber es könnte ja in der Zukunft belegt werden. Also wir warten noch, bis die Wissenschaft sich ein bisschen voranentwickelt und in der Zukunft wird sie dann bewiesen. Aber so funktioniert die Wissenschaft nicht. Wenn wir jetzt diese Aussage, also wenn wir zwischen den Zeilen lesen, wollen sie eigentlich so, behaupten sie so, also wir Evolutionisten geben zu, dass die Evolutionstheorie wissenschaftlich niedergeschmettert ist, dass sie nicht gültig ist. Aber wir wollen die Niederlage heutzutage noch nicht akzeptieren, sondern verschieben es erst in ein paar Jahren. Wir wollen es erst in ein paar Jahren akzeptieren. Ja. Also nicht wir, vielleicht die Generationen nach uns sollen diese Niederlage akzeptieren. Denn die Wissenschaft ein Wissenschaftler kann keine Theorie einfach blindlings sich also hinschreiben und in der Hoffnung, dass sie vielleicht in der Zukunft wissenschaftlich belegt wird. So funktioniert die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft funktioniert so, sie schaut die wissenschaftlichen Belege an, was sie in der Hand hat. Was haben wir zum Beispiel in der Paläontologie, erklären wir als oft, haben wir Fossilien. Über 400 Millionen Fossilien sind ausgegraben. Und was können wir durch diese Fossilien sehen? Wie die Lebewesen vor Millionen von Jahren aussahen. Also wie ein Buch oder wie ein Film, können wir die Lebewesen uns anschauen, wie sie damals waren. Und was können wir feststellen? Dass die Lebewesen schon vor Millionen von Jahren genau so aussahen, also genau mit diesen Eigenschaften, genau mit ihren, zum Beispiel ein Vogel mit ihren Flügeln perfekt ausgestattet, genau so waren wie heute auch. Also da entstand keine evolutionäre Fortentwicklung oder ähnliches statt, sondern es wurde von Anfang an erschaffen worden.
und die Evolutionstheoretiker erwarten ja sogenannte Übergangsformen, also von einer Art zu den anderen, also das dann halt, also von einer Seestern mit genau, Fischkopf, genau, zum Beispiel. Solche verschiedene asymmetrische Übergangsformen. Doch wenn wir uns jetzt, also normalerweise nach Ihrer Logik müsste es ja, wenn jetzt zum Beispiel Millionen, also 400 Millionen perfekte Lebewesen da sind, wo symmetrisch sind, genau, müssten es dann aber Millionen, also Milliarden von solchen Übergangsformen vorhanden sein. Die asymmetrisch sind, genau, das ist sehr wichtig, nämlich dass sie asymmetrisch sein müssen, dass sie krank, also dass die, man muss sehen, dass die fehlerhaft sind, genau, laut den Evolutionisten. Denn die Mutation soll ja anscheinend zufällig irgendwelche Mutationen in ihrer DNA gemacht haben, genau, und durch die natürliche Selektion soll ja die fehlerhaften Tiere ausgeschieden werden. Und da müsste es ja viel mehr fehlerhafte Lebewesen geben als die perfekten. Aber wie wir, also wenn wir jetzt uns die Fossilien anschauen, stellen wir fest, es gibt keine einzige davon. Mhm. Also nicht Milliarden, nicht Millionen, keine Hunderte, sondern null. Null Übergangsformen sind bis jetzt ausgegraben worden, denn es ist auch wissenschaftlich unmöglich, dass so etwas geben kann. Ja. Denn wie wir auch erklären, also Mutationen können ja keine positive, also keine neue Information hinzufügen. Sie können nur der vorhandenen Information Fehler machen und es entstehen dann, wie du auch gesagt hast, krüppelige Tiere, also asymmetrische. Genau. Und es entsteht keine Fortentwicklung. Es geht immer zurück. Genau. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, ein sehr wichtiges Thema aus der Paläontologie. Und ein weiteres Punkt ist ja das Protein. Also allein das erste Protein, die behaupten ja, dass das Protein zufällig entstanden sein worden ist, aber um die Entwicklung, für die Produktion eines einzigen Proteins muss schon ein weiteres Protein vorhanden sein. Und nicht nur ein weiteres Protein, sondern die DNA muss vorhanden sein. Und viele andere Substanzen müssen gleichzeitig vorhanden sein, damit ein einziges Protein entstehen kann. Genau. Und was zeigt das uns wieder? Dass es alles erschaffen sein muss. Also es kann nicht durch Zufall sich selbst ein Protein entwickeln aus dem Wasser, aus dem schlammigen Wasser. Auch das erste Protein muss erschaffen worden sein. Es gibt keine andere Erklärung. Genau. Und diese zwei Punkte allein reichen schon, um diese Evolutionstheorie völlig wissenschaftlich dagegen zu belegen. Also dass sie zu zeigen, dass sie wissenschaftlich unmöglich ist, dass da kein evolutionärer Prozess stattgefunden hat. Genau. Und diese zwei Punkte müssen überall ernannt werden. Und außer diesen zwei Punkten, auch wie du ernannt hast, zum Beispiel unser Gehirn oder die Blutadern oder der Glomerulus oder allein ein einziges Tier zum Beispiel mit ihren Eigenschaften in der Natur braucht, um zu überleben. Denn wir sehen, dass jedes Tier eine andere Eigenschaft hat, um weiter zu überleben. Also die Eigenschaften sind nicht einfach so zum Spaß da, sondern die brauchen es wirklich, die sind lebensnotwendig. Und wenn sie diese nicht hätten oder wenn diese Eigenschaften nicht fehlerlos funktionieren würden, könnten sie nicht weiterleben. Und die Arten könnten nicht bis heute her hinkommen. Genau. Also zeigt uns alles diese Glaubenswahrheiten, sagen wir, dass alles von Gott erschaffen worden ist und dass die Evolutionstheorie eigentlich keine Theorie, sondern eine Evolutionslüge ist, um die Menschen von dem Glauben fernzuhalten. Und dagegen müssen die Aufrichtigen, also die Gläubigen, mit wissenschaftlichen Argumenten dagegen argumentieren. Also wie es auch Allah im Koran uns befiehlt, müssen wir mit Wissenschaft kommen. Nicht mit Waffen, sondern mit Büchern, sondern mit diesen Glaubenswahrheiten müssen wir dagegen uns eine Anstrengung machen. So empfiehlt uns Gott. Und wenn wir das machen, werden wir auch bald sehen, dass diese Lüge also nicht mehr herrschen wird auf der Welt, sondern dass überall dann Liebe, Barmherzigkeit und Toleranz herrschen wird. Inshallah. Und möchtest du auch noch was also, sagen? Also die Evolutionstheorie an sich, die beruht ja auf Zufällen. Ja, wenn wir sagen, wie sich eine Spezies von der einen zu der anderen entwickelt, wer das bestimmt, dann sehen wir, dass sie dann sagen, dass es auf Zufällen beruht. Ja? Ein Zufall ist ein Begriff, der von der Mathematik kommt. Man kann sich das auch herausrechnen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein Protein durch Zufälle selbst entstehen kann, ist 10 hoch 50. Ja, und das ist in der Mathematik gleich unmöglich, weil die Zeit gar nicht mehr ausreicht, um diese Versuche zu wiederholen. Ja, ist, also wir haben heute versucht, wissenschaftlich zu reden. Wir haben nicht gesagt, meiner Meinung nach oder nach deiner Meinung, sondern wir haben wissenschaftliche Fakten genannt. Ja? Genau. Und wir haben gesagt, dass es wissenschaftlich nicht möglich ist. Genau. Und wir haben auch gesagt, warum es wissenschaftlich nicht möglich ist. Genau. Ja? Und wie du schon gesagt hast, die Evolutionstheorie ist nicht wissenschaftlich. Es muss nur noch an den Mann gebracht werden durch wissenschaftliche Beweise, die wir nennen. Und wenn die Menschen das begriffen haben oder verstanden haben,
dann wird man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, ja, und dass dieser Schöpfer etwas von uns will. Denn er will von uns, dass wir in Frieden, ja, in Liebe, in Nächstenliebe, in Barmherzigkeit, ja, und indem wir Schwache schützen, ein Leben, die nicht auf Gewalt beruht. Genau. Ja, und das ist für das Wohlergehen der gesamten Menschheit, der gesamten Welt. Okay, ach, und dann sind wir mit der Zeit am Ende. Okay. Vielen Dank, dass du da warst und hoffe, dass wir weitere Programme machen werden. So, und auch heute sind wir wieder mit unserem Programm zu Ende und würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin wünschen wir euch erfolgreiche Tage.